Option. Ich brauche jetzt mal eine andere Ansicht, ey. Mit dem Auto geht das überhaupt nicht. Wir machen mal. Wir versuchen es mal so. Mal gucken, ob das jetzt so besser geht. Boah. Da wird ja mir übel. Na egal. Ich glaube, es geht. Es geht. Es geht so gut. Obwohl ich solche Ansichten eigentlich gar nicht mag, weil ich jetzt nur beschränkt Sichtfenster habe. Naja, egal. Ich denke, das haut so besser hin als alles andere. Oh. Na los. Ach, ey. Ich fahre jetzt aber auch schon wieder überall gegen. Kann man jetzt ein bisschen hinne machen hier. Ich weiß gar nicht, wie der so schnell fahren kann. Ja, ich bleib dran. Hallo. Ich wollte mich mal aufmerksam machen. Elendes Stück Dreck. Na du. Hallo Polizei. Du wolltest da bestimmt rausfahren. Jetzt warte ich. Jetzt fährst du weiter geradeaus. So, da sind wir dann wieder. Mit dem blauen Kombi. Der einfach... Boah! Was zum... Na! Ah, verdammt nochmal! Das war nicht so geplant. Du elendes blaues Kombi-Stück. Was zum... Was ist denn hier los? Scheiße! Nur weil ich schon wieder hier einen scheiß Reifen verloren habe. Fahr hinne. Ich warne dich. Oh! Das Ding lässt sich beschissen scheiße lenken. Ach, Kacke. Vergiss es. Oh, nee, ey. Pass auf, Junge. Gib das nicht auf. Ja, Junge. Mir egal, Junge. Oh. Der regt mich aber ganz schön auf. Naja. Versuchen wir es mal damit. Vielleicht habe ich damit besser Erfolg. Ach. Oh. Mensch, ey. Entweder stelle ich mich gerade richtig dämlich an, oder diese Mission ist einfach wirklich etwas schwieriger als sonst. Ich, wahrscheinlich ist es eher das Erstere. Nein, hier fahre ich immer rum. So. Nee, ich glaube, ich darf hier gar nicht zu schnell sein. Lass ihn mal ein bisschen fahren. Der soll mal richtig in Fahrt kommen. Na, leck mich am Arsch! Oh! Ich glaube, es hackt! Natürlich. Jetzt schaffe ich nicht mal mehr diesen dämlichen Sprung! Ich könnte es eigentlich gleich schon wieder lassen. Aber ich habe jetzt keine Lust, den da in Ruhe zu lassen. Der hat sich verdient, in Ruhe gelassen zu werden. Der hat mich tierisch geärgert. Naja, okay. Das ist jetzt Kinderverhalten. Aber egal. Ich werde mich an ihn rächen. Ich werde sein Auto zu Schrott verarbeiten. Naja, okay. Das klingt ein bisschen zu hart. So, obwohl, so lässt es sich doch eigentlich schon ein bisschen viel angenehmer fahren, finde ich. Oh, der Arsch ist hier schon wieder runtergefahren. Lass mich hier runter. Oh, dieser Arsch. Vor allen Dingen, ich muss das in einer guten Zeit hinkriegen, weil ich muss auch noch so ein blödes Ziel schaffen. Und ich habe keine Ahnung, wo das schon wieder ist. Das ist das Doofe, das sehe ich ja erst danach. Naja, ich gebe mir jetzt mal Mühe, dass ich das jetzt hier schnell hinter mich bringe.
Oh nein, nein, nein! Ganz... Fuck! Der Arsch ist schon wieder an mir vorbeigefahren! Ich kann das nicht glauben! Ich krieg das ehrlich nie mit, wenn der an mir vorbeifährt. Vor allen Dingen wird es jetzt wahrscheinlich wieder ewig dauern, ehe hier mal wieder was zum Zwischenfahren ist. Oh. Leck mich am Arsch! Piss dich! Schaffe ich nicht. So wird das nicht. Kann man vergessen. Oh. Pass auf, Junge. Dieses. Ja, wir versuchen es nochmal. Es muss dir irgendwas passieren. Ich meine eben gerade, das lief so gut. Und dann jetzt. Oh. Das musste ja irgendwie passieren, oder? Ich hätte mich zu doll aus dem Fenster lehnen sollen und sagen sollen, ja, das war gut. Das hat mir gefallen. Ach, ich versuche das jetzt so schnell wie möglich immer hinzukriegen. Ist mir egal, wenn ich ihn jetzt einhole. Ist mir gerade mal drecks egal. Ach, ich bin gerade schneller als er. Nein! Boah! Ich fasse es nicht! Nein! Mann, ey! Was für ein Dreck ist das? Genau. Oh, jetzt komm! Sei human, Spiel! Leck mich am Arsch! Was ist das für ein Kack? Pass auf, Junge. Dieses Mal... Ja, ja, Mann. Du musst mir das nicht jedes Mal erklären. Du könntest dir auch mal merken, dass ich das weiß. Nein, ich versuche ihn jetzt auf diesen blöden Scheiß paar Metern aufzuhalten. Wenn ich das da nicht schaffe, dann... Nee, dann versuche ich es gar nicht weiter. Mann, ey, so ein Dreck, ey. Kann doch nicht angehen. Oh, scheiß Polente hier. Muss mir auch noch reinfahren in mein Auto, ja? Musste jetzt sein. Ja, na bitte! Es geht doch! Sah sogar richtig ordentlich aus. Jetzt nur noch dafür sorgen, dass er hier nicht mehr runterkommt. Ja, ich überschlag mich erstmal, oder was? Ich bitte dich! Was soll denn das jetzt? Ey! Das Spiel ist doch total unhuman! Das hilft dem! Aber sowas von! Wehe, du fährst da! Wehe, du fährst in die Ausfahrt! Ich warne dich! Hier ist nichts mit Ausfahrt für dich. Für dich gibt's heute keine Ausfahrt. Nein, für dich gibt's heute keine Ausfahrt. Oh, du blöder Arschloch! Ich sagte doch, für dich gibt's heute keine Ausfahrt. Was machst du? Du fährst in die Ausfahrt. Ist klar. Kommst du her? Ich brauche mal ein bisschen Nitro. Gib mir jetzt verdammt nochmal scheiß Nitro. Na, das habe ich gesehen, dass er das machen wollte. Das hat man in seinem Fahrstil schon eben gerade ein bisschen gesehen. Oh! Was machst du jetzt schon wieder? Verdammt nochmal, ey. Der fährt hier die schlimmsten Gassen lang. Ehrlich jetzt mal. Ich finde das... Oh, das ist schlimm mit dem.
Oh Gott, ey, der verarscht mich jetzt hier auch noch. Na los, komm schon, komm schon. Was ist denn hier los? Boah. Komm schon, einmal noch. Das ist doch jetzt verdammt nochmal. Na. Oh. 300 noch was Meter weit ist das nur weg. Mann, ey. Oh, Dreckskerl. Dein Auto ist auch scheiße. Immerhin hat meins nur 18 Schaden. Deins hat viel mehr. Oh. Du standst hier die ganze Zeit rum? War ein Stück ja, Arbeit, aber klar. Ich hoffe, es ist alles heil geblieben. Ah, das hoffen wir auch. Aber für dich wieder gute Arbeit. Bis nächste Mal. Oh, verdammt, ey. Danke. Jetzt bin ich glücklich. Und ich dachte, Mensch, Alarm für Cobra 11 wäre mal die Ruhe. Aber nein. Oh, ey. Hilfe. Wir machen aber weiter. Nee, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich kann nicht mit so einem schlechten Ergebnis abschließen. Wo gehen wir hin? Wir gehen wieder zur Mitte. Und nehmen wieder Benz. Wir nehmen wieder Benz Polizeiwagen. Oh Gott. Und warten, bis die nächste Mission kommt. Das war aber gerade richtig Drecksmüll. Oh Mann, 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 ey. So, kommt jetzt mal was? Eilung. Bisschen schneller. Hallo, Pizza-Junge. Ah. Alles klar? Wir brauchen dich. Komm zum Treffpunkt. Wie immer. Ja, Mann. Was? Ich bremse gleich ab. Ich muss erstmal mein Auto. Ach so, mein Auto ist gleich da. Wie bin ich denn hier so schnell hingekommen? Warte mal, wie komme ich jetzt hier raus? Ist doch richtig, wo ich langfahre, oder? Der Pfeil irritiert mich. Er zeigt in die andere Richtung. Oh. Wenigstens muss ich hier diesmal nicht hinfahren. Vor allen Dingen, jetzt bin ich wirklich schon der Pizza-Junge. Ich meine, ich habe das ja bestimmt auch Spaß gesagt. Aber der sagt das mit voller Absicht, um mich zu ärgern. Oder weil er wirklich einfach sagt, hey, du bist Austragung. Du trägst Sachen aus. Du bist Pizza-Junge. Eine Wand. Da war eine Sackgasse. Ja, das habe ich durchaus gesehen. Allerdings viel zu spät, um ehrlich zu sein. Mensch, wo soll ich denn diesmal hinkommen? Ach, verdammt, jetzt habe ich eine Laterne um. Noch eine Laterne umgefahren. Wie komme ich da hoch? Ich will hier mal raus. Komme ich hier einfach rüber? Ach, hier waren wir doch schon mal, glaube ich. Ist das das nicht, wo ich da hochspringen musste? Und mich ewig aufgeregt habe, weil ich das nicht hinbekommen habe? So, hi. Hier bin ich, Pizza-Junge da. So, wir machen weiter. Wehe dem, das ist nochmal sowas Blödes. Zwei Ziele erreichen. Das klingt human. Sag mal, Igor, wie lange soll das Spiel noch so weitergehen? Die paar Euro zwischendurch sind zwar ganz okay, aber das kann doch nicht alles sein. Ihr habt mich doch inzwischen oft genug geschickt. Wie wär's, wenn wir mal einen richtigen Deal ausmachen? Und vor allem will ich diesmal mit Alexei persönlich reden. Glaubst du wirklich, dass Alexei sich abgibt mit Botenjungen? Ich denke schon, wenn der Botenjunge ein lohnendes Geschäft vorzuschlagen hat. Zufällig ist mir nämlich was zu Ohren gekommen über eine Schiffsladung. Und die könnte Alexei interessieren. Also gut, wir machen so. Du lieferst Paket. Ich rufe an bei Alexei. Wenn er Interesse hat, wir treffen am Schrottplatz in halber Stunde. Ah, okay, bin unterwegs. Na los. Oh! Was zum Geier? Okay, ich nehme alles zurück. Das war doch nicht human. Oh nein. Seht ihr die Zeit? Ihr seht doch das auch. Und die ist nicht sehr human. Besonders nicht bei so einer Strecke. Nein! Verdammt ich nochmal! Das war jetzt nicht so gut. Ach, ich muss mich zurücksetzen. Verdammt.
Verdammt, ich hätte auch einfach die Brücke nehmen können, durchaus. Oh, sag mal. Ich hab's heute mit meinen Rädern. Junge, 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 Junge. Was ist nur los mit mir heute? Oh, das schaffe ich doch niemals. Ich meine, ich muss... Wieso kippt dieser blöde Wagen um? Dieser blöde Pickup, ey. Ich hasse dieses Auto. Ich fange schon wieder an zu fluchen. Obwohl ich noch gar nicht versagt habe. Aber ich weiß, dass ich versagen werde. Diese Zeit ist einfach... Boah. Wie soll ich das schaffen? Chef Insemi hier. Ich habe gerade wieder ein Paket geliefert. Ich treffe mich jetzt mit Alexei persönlich und werde ihm die falsche Schiffsladung unterjubeln. Ist für den Zugriff am Hafen alles vorbereitet? Ja, Semi, soweit alles klar. Wir warten nur auf Ihr Signal. Viel Glück und seien Sie auf der Hut. Natürlich. Ach, ich habe neue Zeit dazu bekommen. Ich dachte schon. Au, 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 au. Noch nö, jetzt habe ich keine Lust mehr darüber zu springen. So. Also hier lang. Ja, ja, Kreisverkehr. Ich weiß, wie ein Kreisverkehr funktioniert, aber ich fahre den Kreisverkehr halt, wie ich das möchte. Hier soll ich rumfahren? Okay. Karte hat mir gesagt, ich soll da rumfahren. Aber Karte hat nicht gesagt, dass ich da reinfahren soll. Oh mein Gott, ich habe schon wieder viel zu viel Schaden. Was? Was? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott! Oh! Nein! Das war ein Fail. Das kann so nicht gehen. Wow, durch den Boden gefallen. Wieso muss ich da denn rüberfahren? Ich glaube, es hackt. Okay. Jetzt muss ich rüberfahren. Ich meine, jetzt habe ich zu wenig Zeit. Wieso kommen auf einmal hier Autos? Wieso kommen hier auf einmal Autos? Das ist eine kaputte Brücke. Nein! Das kann ich vergessen, es wird nichts. Nein, ich hab verkackt, ich hab verkackt, ich hab verkackt! Wow, ich hab meine Karosserie zerlegt. Bams! Alles kaputt, total Schaden. Ja, Mission verfehlt. Nicht verfehlt. Fehlgeschlagen. Mensch. Sag mal, Igor, wie lange soll das Spiel noch so warten? Ja, danke. Komm schon, Beeilung. Bams. So habe ich mir das erhofft. So, jetzt probieren wir das nochmal. Ich glaube 220 muss ich fahren. Huck! Oh, wow! Was für ein Klasse! Der, also, das hatte Stil. Also jetzt ehrlich. Das hatte ernsthaft Stil. Das war ein klasse Flug mit einer kompletten, ich weiß nicht, zweifachen, dreifachen Schraube sogar. Also ernsthaft, das müsst ihr erstmal toppen. Das hatte ehrlich Stil, also. Das möchte ich ehrlich jetzt mal sagen, das war cool.